Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Der pensionierte General starb im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Infektion, wie seine Familie heute bei Facebook mitgeteilt hat. Der Republikaner war von 2001 bis 2005 unter Präsident George W. Bush Außenminister der USA. Zugeschaltet aus Washington unser USA-Korrespondent Steffen Schwarzkopf. Steffen, was ist bislang bekannt? Also wir haben von der Familie gehört, dass es Covid-Komplikationen gewesen seien. Genaueres haben sie ja nicht bekannt gegeben. Das Ganze, die Todesmeldung von der Familie veröffentlicht im Übrigen auf Facebook. Und dort schreiben sie, wir verlieren einen bemerkenswerten, einen liebevollen Ehemann, einen Vater und Großvater. Er hinterlässt seine Frau und auch drei Kinder, zahlreiche Enkel auch. Wir wissen nichts Genaueres, ob er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich gehe davon aus, dass wir das im Laufe des Tages erfahren werden. Er war geimpft, das ist vielleicht eine wichtige Information. Er war doppelt geimpft, aber auch hier in den USA haben wir ja eine Vielzahl von sogenannten Impfdurchbrüchen durch die Delta-Variante. Colin Powell, 84 Jahre alt. Wir haben ihn übrigens bei uns im Büro erst vor wenigen Wochen, vor ungefähr 6 Wochen, kurz interviewen können. Und auch dort haben wir einen Mann, einen älter werdenden Colin Powell erlebt, der mit sehr, sehr leiser Stimme sprach, der gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe erschien. Aber noch einmal genaue Informationen zu der Todesursache, außer dass es mit Covid zu tun hat, die haben wir noch nicht. Colin Powell war ja der erste farbige Außenminister der USA. Welches politische Vermächtnis hinterlässt er und gibt es schon Reaktionen aus der Politik auf seinen Tod? Also es gibt zahlreiche Reaktionen hier. Das, was wir immer wieder hören, jetzt momentan auch in den Fernsehsendern, ist, dass ein großer Staatsmann von uns gegangen ist. So formulieren es viele hier und insofern ein großer Staatsmann, als er natürlich als erster schwarzer Außenminister überhaupt auch Geschichte geschrieben hat. Und Geschichte, das kann ich auch aus unserer Erfahrung, aus unserer privaten Erfahrung berichten, die weiter heute fortgetragen wird in den Schulen beispielsweise, wenn es darum geht, dass die Kinder in der 3., 4. Klasse über berühmte, populäre oder wichtige Afroamerikaner Dinge lernen, dann ist Colin Powell einer derjenigen, die da genannt werden in fast einem Atemzug mit Barack Obama, der als erster farbiger US-Präsident in die Geschichte eingegangen ist. Noch eines vielleicht auch zu seiner Politik. Er war ja Republikaner, hat für 4 Präsidenten insgesamt gearbeitet, auch für Ronald Reagan hat er bereits gearbeitet und dann berühmt geworden natürlich vor allem im Golfkrieg unter George W. Bush. Er hat den Republikanern später den Rücken gekehrt, hat auch Barack Obama aktiv unterstützt, hat auch in den nachfolgenden Wahlkämpfen aktiv beispielsweise gegen Donald Trump gekämpft. Also aus einem Republikaner ist er zunehmend ein Demokrat geworden. Steffen Schwarzkopf, ganz herzlichen Dank nach Washington.